Hallo zusammen und alle ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Videoserie, das mal zum Thema Variation Exercises. Variation Exercises sind, wie es der Name schon sagt, Variationen der Grundübungen, also Squat, Bench und Deadlift in einer leicht umgewandelten Form. Sie geben uns die Möglichkeit, Schwachpunkte in Bewegung auszukorrigieren, bestimmte Muskelpartien gezielt stärken und sie ein wertvolles Tool beim Loadmanagement in der Trainingsplanung. Im Powerlifting erfolgt die Auswahl immer mit der Absicht und dem Ziel, so unsere Wettkampfdisziplinen langfristig können stärken. Natürlich können die Variation Exercises aber auch als Übung an sich trainiert werden, um neue Reize zu setzen und Abwechslung ins Training reinzubringen. Aber genug von Theorie, wir gehen gerade in die Praxis, in die Tracks. Heute geht es weiter mit 3 weiteren Variationen vom Kreuzheben. Und zwar ist unsere erste Variation ein Wheel Deadlift. Für das brauchen wir die Wheels und in unserem Fall die spezielle Rhinoflex Bar. Das ist einfach, weil die Wheels auf die Stange zugeschnitten sind. Wir sind hier in einer erhöhten Startposition, was es uns möglich macht, uns speziell auf den Oberteil der Bewegung zu konzentrieren und die dort involvierte Muskulatur, vor allem Glutes und oberen Rücken, zu trainieren. Da es nur eine Teilbewegung ist, können wir in der Regel 10-30% mehr Gewicht bewegen, was zu einer super Overloading-Übung macht. Zudem eignet sich Wheel Deadlifts auch tiptop, um Griffkraft dran zu trainieren. Unsere nächste Variation ist ein Defizit-Deadlift, also quasi das Gegenteil vom Wheel-Deadlift, den wir vorher gemacht haben. Für das bauen wir uns 2-3 Mättchen auf, in der Mitte von Stangen, die wir uns später draufstellen. Also sind wir in einer tieferen Startposition und können durch die verlängerte Range of Motion einen guten Hypertrophie-Reiz setzen für die Beine, vor allem die Vorderseite, Quadrizeps und den Unterrücken. Ebenfalls geben uns Defizit-Deadlifts eine gute Möglichkeit, um die Startposition zu trainieren und den Speed of the Floor, also die Stangen sehr schnell und explosiv vom Boden wegzuziehen. Als dritte und letzte Variante für heute schauen wir uns einen Trap Bar Deadlift an. Für das brauchen wir die spezielle Trap Bar. Das ist die Stange, die wir uns nicht hinten dran stellen, sondern in dem Sinn quasi dort mit drin. Die Vorteile des Trap Bar Deadlift liegen unter anderem im verstärkten Einsatz der Beine und damit verbunden Entlastung des Rücken. Zudem können hier die neutralen Griffe, gerade für Deadlift-Einsteiger, eine grosse Erleichterung sein, beim Deadlift-Bewegungsmuster zu erlernen.